Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Room. Ja, hier sind wir letztes Mal stehen geblieben. Ich muss kurz mein Mikro richten. So. Und ja, wir gucken einfach mal. Hallo? Okay. Und jetzt? Bleib doch mal da oben. Will nicht. Da ist ein Dreieck. Da braucht man einen Schlüssel. Und da denke ich mal, brauchen wir einen Schraubenzieher. Oben drauf ist nix. Aber hier ist was. Okay. Dieser Mechanismus scheint sich nach oben zu bewegen. Aber wodurch wird er angetrieben? Okay. So. Das da ist schon das Dreieck. Haben wir... Wir hatten doch hier oben irgendwas. Das da. Oh Gott. Das war das Viereck. Das muss dann so sein, denke ich mal. Ja, jetzt brauchen wir nur noch das Dreieck. Schön. Und das ist aber eigentlich dort, dachte ich zumindest. Aber da können wir nichts mitmachen. Ja. Hier, was ist denn hier? Kann ich nichts mit anfangen. Okay. Ansonsten, ich sehe auch durch das Okular gerade nichts. Kann ich damit noch irgendwas machen? Nee. Nö, geht gar nichts. Ich habe auch keinen Schlüssel, gar nicht. Ich nehme jetzt einfach mal die Hilfe. Diese Schublade wird durch diese drei... Diese mit Mustern verschiedenen Platten... Was? An allen Ecken verschlossen. Ja, aber wo... Wo... Geht das jetzt? Geht immer noch nicht. Irgendwo muss noch was sein mit dem Dreieck drauf. Wenn ihr Nebengeräusche hört, tut mir leid, hier unten fährt gerade Sperrmüllwagen lang. Das wird richtig schön laut werden jetzt. Die haben irgendwie immer die Angewohnheit, wenn ich aufnehme, ja, ne? Hier anzukommen. Aber ich denke mal, das dürfte man nicht hören. Wo ist dieses Dreieck? Hey, das muss doch irgendwo sein. Bin ich so blind gerade? Das einzige Dreieck ist halt wirklich das hier. Oh, oh lol. Eins nach unten noch. Los. Jetzt.
muss mal ganz kurz. Ja, jetzt hört man's. So. Ja. Ein großes Zahnrad und ein Gummiband. Das Zahnrad wird doch bestimmt für hier gut sein. Oh, ein Schraubenschlüssel dafür. Was der gut ist, das wissen wir doch schon. So rum. Alter, muss ich den jetzt hier für echt für jedes rüberziehen? So, und das? Oh, ein Klappschlüssel. Hier, das da. Ja, ein merkwürdig. Alter. Ob das hier wieder vorgegeben ist, so wie bei dem anderen Schlüssel? Tatsache. So. Ich glaube, das dort hin. Das so. Hey, richtig. Wir haben wieder ein Zahnrad gefunden. Wollen wir das jetzt hier hin machen und das große Zahnrad eventuell dort hin. Okay, das nächste. Noch ein Zahnrad. Aber hier kann ich nichts weitermachen. Okay. Nein. Wir haben hier noch ein Gummiband. Okay, dann drücken wir jetzt mal den Knopf. Nice. Wir haben ein Lichtschwert bekommen. Nein, eine Stahlröhre. Und die sieht sehr seltsam aus. Nein. Hier hätten wir noch was. Auch nicht. Hier hätten wir noch ein Schlüsselloch. Auch nicht. Hä? Hilfe? Ja. Komm, wir machen mal. Ich sollte diese Stahlrohre, die ich gefunden habe, genauer untersuchen. Mach ich doch gerade. Oh, wow. Eine Art kleiner Schlüssel. Okay, und hier ist noch was drinne? Ja. Ein altes Foto. REV 6:05 Uhr. Schlüssel, bist du dafür gedacht? Nein. Dann vielleicht dafür.
Ja. Okay. Ach du Heimatland, wie sah dieses komische Symbol aus? Hallo? So. Da haben wir's. Ein kleines silbernes Schild. Ist das vielleicht für den Typsi da oben? Aber wieso ist das Silber, wenn der Gold ist? Ein ovaler Edelstein. Wo ist es denn? Der da unten reinpasst. Okay. Und jetzt? Hallo? Oh lol. Was stand auf dem Bild? 6.05 Uhr. 12. 1. 2. 3. 4. 5. Jetzt haben wir es um 6. 6.05 Uhr. Hey, wir haben das letzte Siegel offen. Nice. Alter, was? Okay. Kapitel abgeschlossen. Schöner Fortschritt. Aber meinst du wirklich, du hättest deinen Können schon bewiesen? Ja, hab ich. So, wie es aber weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Vor allem den Daumen nach oben, das ist wichtig für den YouTube-Algorithmus. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bleibt gespannt, genießt den Tag und bye bye.